Liebe Gäste, schönen guten Abend. Ralf Köhn, mein Name. Ich begrüße Sie herzlich im Namen der Literarischen Gesellschaft Bochum. Ich begrüße Sie hybrid herzlich sogar, nämlich die wirklichen Gäste hier im Raum, in der schönen Buchhandlung Mierhoff und Fischer. Und ich begrüße auch die virtuellen Gäste, die hoffentlich gerade zuschauen und die Geschichte am Bildschirm verfolgen können. Lila Lettern macht's möglich. Ein Ich zu viel, das ist der Titel des vor einem Jahr erschienenen Romans von Anja Liedtke. Und man assoziiert zunächst vielleicht einen postmodernen Roman über irgendein multiples, flackerndes Ich, dessen Teile zersprengt werden und die dann in fröhlicher Bastelmanier wieder zusammengesucht werden. Das alles gibt es ja spätestens seit Musils Mann ohne Eigenschaften. Man vermutet hier vielleicht eine Frau ohne Eigenschaften, aber das führt alles in die Irre und stimmt so nicht. Es handelt sich um ein doppeltes Ich, das ein Licht- und Schattendasein führt, und zwar mit ganz konkretem politischem Hintergrund und Thema, das uns heute Abend hier interessieren wird. Die den Roman geschrieben hat, begrüße ich gerne und begrüßen Sie mit Anja Liedtke aus Bochum. Hallo, guten Abend. Aus Bochum, sie ist auch hier geboren und hat an der hiesigen, sehr schönen Ruhr-Uni promoviert mit einer Arbeit über die Sprache der Berichterstattung in den Kriegen am Golf und in Jugoslawien. Also aus Germanisten kann doch noch was werden. Sie schreiben manchmal Bücher, sogar literarische Bücher. Und mit dem Titel der Dissertation aber wird schon angedeutet, es wird ein politisch fundiertes Schreiben sein, das Anja Liedtke interessiert. Und das passt auch sehr gut zu ihrem sonstigen politischen Engagement. Zum Beispiel hat sie 2011 freiwillige Arbeit bei der Aktion Sühnezeichen Friedensdienst in Jerusalem gemacht. Dort sind auch Reiseerzählungen entstanden, die zusammengefasst sind in dem Band Blumen, Wiesen und Minenfelder. Nennen möchte ich weiterhin einen utopischen Roman über ökologische und sozial nachhaltige Themen von 2018, der heißt Stern über Europa. Und ein bisschen postmodernes Spiel und Bastelei gibt es dann doch auch mit einem David Bowie-Roman, so eine fiktional-autobiografische Spielerei. Da wird David Bowie tatsächlich ins Gespräch gezogen durch die Ich-Erzählerin. Und David Bowie wird auch in dem fünften Roman Anja Liedtkes, der eben heute Abend hier Gegenstand ist, mal so seitwärts mit reinkommen und ein Gastspiel haben. Anja Liedtke ist auch langjähriges Mitglied der Bolitz und hat dieses Buch mit einem Stipendium des Stuttgarter Literaturhauses geschrieben. Das ist freundlich von Stuttgart, von der Stadt. Kann man dort neben dem, dass man arbeiten kann, eigentlich auch leben? Manche bestreiten das ja. Da hast du mich jetzt kalt erwischt. Ich finde, da kann man nämlich nur leben und nicht arbeiten. Okay. Gott sei Dank habe ich mich da schon befunden, in der Phase, in der ich den Roman überarbeitet habe. Und ich habe in der Phase, in der ich ihn in vielen Kolleginnen und Kollegen geschickt habe, Heide Rieck von den Bochumer Literaten zum Beispiel und ein paar Guido-Kolleginnen. Ja, und deswegen konnte ich es mir schon erlauben, die schönen Weinberge zu besuchen. Ich hatte nur zwei S-Bahn-Haltestellen von mir die Möglichkeit, die wunderbaren Wanderwege zu gehen, konnte Eidechsen beobachten und Igel, es war total klasse. Ja, und dann natürlich das Schloss, in dem der Vater von Friedrich Schiller für Garten- und Parkanlagen zuständig gewesen war. Und die Schillereiche, da konnte man sich ganz toll vorstellen, wie die Jungs da oben gesessen haben, die Räuber fantasiert haben, über die Stadt geguckt haben und sich vorgestellt haben, wie sie gerecht worden sind von Räubern oder so, angesichts dieser schrecklichen Schule, auf der Schiller und seine Freunde ja gewesen ist, die sie psychisch und auch körperlich ziemlich kaputt gemacht haben. So empfanden die das wohl. Und der Geist von Herzog Karl Eugen spukte noch da herum. Mhm. Und im Botzerwald wurden dann die Verse abgegangen und so weiter. Aber es geht heute weniger um Lyrik und Drama, sondern um Prosa und um ein nötiges Thema, nämlich das Fortwirken des Nationalsozialismus bis heute mit einer ja über- oder transgenerationellen Wirkung, würde man ja heute sagen.
Die Hauptfigur ist Elinor, die gerade ihr Abitur gemacht hat und als Geschenk Reisegeld nimmt, um nach New York zu gehen, wo sie sich, ja, kann man so sagen, finden will. Sie will hinter sich lassen ihr anderes Ich, das also schattenhaft ist und irgendwie eine Figur, die immer mal wieder angesprochen wird im Roman, eine passive, stumpfe, sich irgendwie auch dem Leben verweigernde Figur, die möchte sie hinter sich lassen und etwas Neues erleben. Ja, auch sowas wie Identität aufbauen. Und sie geht dann so durch die Straßen New Yorks und trifft auf ein Türschild und ringt sich dann durch, dort Bekanntschaft zu machen mit einem Psychiater und Arzt namens Dan Gutman. Dan ist Kind jüdisch-deutscher Eltern, die vor dem Holocaust nach Südamerika geflohen sind, dort aber Opfer der Diktatur geworden sind und umgebracht wurden. Das wird nach und nach enthüllt. Zuerst aber entwickelt sich eine Freundschaft und dann auch eine Liebesgeschichte zwischen beiden. Elinor hat auch verschiedene Talente. Zum Beispiel schreibt sie gerne und möchte Creative Writing-Kurse besuchen. Und sie möchte auch Schauspielerin werden. Und da setzt jetzt unser erstes Textstück ein. Drei Passagen haben wir insgesamt vorgesehen. Also ich muss sagen, in der Szene soll Elinor probieren, vorzusprechen. Und sie hat sich zwei Szenen, wie man das so üblicherweise machen muss, in der Schauspielschule vorgenommen. Aber sie sagt, ich kann dir nicht vorsprechen. Warum nicht? Wenn du vor mir nicht spielen kannst, wie dann vor einer Jury aus 5 oder mehr Leuten? Die kennen mich nicht. Was ist so schlimm daran, dich zu kennen? Der Satz hallte in mir nach. Er barg Erschreckendes und Schönes. Ich senkte den Blick auf den Teppich auf dem Parkett im Wohnzimmer und lief eine Furche hinein. Die Fußspuren zertrampelten das frisch gesaugte Muster. Ich hatte dem Teppich ein Muster gesaugt, das exakt so aussah wie das des Fußballrasens in meiner deutschen Heimatstadt. Nur in Blau statt in Grün. Hinterher kannst du mich vielleicht nicht mehr leiden. Wieso sollte ich nicht? Weil ich nicht gut bin. Ich mag dich nicht wegen deiner Leistungen. Ich blieb stehen und schaute auf. Ich hob nicht den Kopf, ich lugte nur unter den Brauen hervor. Es war beschämend, aber ich wollte das jetzt wissen. Magst du mich? Ja, sehr. Seine Stimme war nicht schmalzig und nicht peinlich berührt, sondern normal. Meine Eltern hätte ich niemals fragen können, ob sie mich liebten. Sie hätten gelacht und wären peinlich berührt gewesen. Ich drehte mich um, den Kopf gesenkt, die Lippen zwischen die Zähne geklemmt, weil ich grinste, obwohl ich das unpassend fand. Da ich das Grinsen unterdrückte, staute sich Blut im Schädel. Ich wagte nicht, mich zu erkundigen, warum er mich mochte. Bestimmt fiel ihm nichts ein. Die Furche im Teppich wurde tief. Ich war um die Fasern besorgt. Es könnte Unangenehmes zurückbleiben, sagte ich. Ich bin überzeugt, niemand außer Dan hätte das jetzt verstanden. Als ob er mitschrieb, was ich zuletzt gesagt hatte, schien er niemals etwas zu vergessen. Erinnern und vergessen. Ich hatte darüber gelesen. Ich hatte ihn nach seinen Eltern fragen wollen, aber ich traute mich nicht. Die beiden Dolche hatte ich endlich geputzt. Der eine lag gut in der Hand und hatte eine breite Klinge. In einem Laden im Süden, 8. oder 5. Straße, hatte ich einen ähnlichen gesehen. Bowie-Messer, $200. Hatte sich der Rockstar danach benannt? Oder nach dem Erfinder des Jagdmessers? Oder nach dem Fluss? Das hatte ich alles aus dem Lexikon. Bowie hatte ich joggen sehen, letzte Woche im Central Park. Ich hatte beim Laufen aufgeschaut, weil jemand Hello sagte. Er grüßte Al Pacino, der gleichfalls joggte, schneller als Bowie. Er war echt ein Lahm gegen Al Pacino. Dafür hatte er etwas, was Al Pacino nicht besaß. Ich wusste nur nicht, was. Ich hatte meiner Familie erzählt, Joggen in New York sei wie Fernsehen bei uns. Man sieht dieselben Leute. Nur
schauen Sie bei uns, schauen Sie hier ungeschminkter aus. Eleanor, ich war woanders gewesen. Was? Ich sagte, es wird nichts zurückbleiben. Ich verspreche es bei der Liebe zu meinen Söhnen, okay? Ein bisschen Vertrauen musst du mir schon. Vielleicht werde ich stumm? Was? Ich hatte in der Schule ein halbes Bild gemalt. Als ich es zu Hause auspackte, weil ich daran weitermalen wollte, saß mein Vater und fragte, wer hat das gemalt? Ich? Das glaube ich nicht. So gut kannst du das nicht. Er sagte es wieder und wieder, je mehr ich beteuerte, dass ich das Bild gemalt hatte. Ich unterdrückte die Tränen. Damals dachte ich, ich weinte wegen der Ungerechtigkeit. Heute weiß ich, ich weinte, weil er nicht an mich glaubte. Ich habe ihn vergöttert, weißt du. Ich wollte immer, aber er, wir werden ja sehen, wenn du die zweite Hälfte malst. Er sah mir beim Malen zu. Meine Hand zitterte und die Formen verflossen vor meinen Augen. Ich habe ihm bewiesen, das Bild stammte nicht von mir. Ich konnte es nicht. Seitdem habe ich keine Zeichnung mehr zustande gebracht. Die 3 in Kunst habe ich bekommen, weil mein Lehrer mich bei der Arbeit an der ersten Hälfte gesehen hatte und weil Zeichnen zu Ende war und Farbenlehre drankam. Was, wenn ich stumm werde, weil ich dir vorspreche und versage? Ich sah meine Hände an. Marilyn Manson hatte gesagt, wer Freunde hat, wird Musiker, wer keine hat, wird Schriftsteller. Das hat er von George Orwell. Der bevölkerte seine Fantasie mit Menschen, weil er einsam war. So wurde er Schriftsteller. Ich will Freunde haben und reden können. Wir werden zusammen auf der Bühne stehen und es wird wie Musik sein. Lachst du aber, mag ich womöglich nicht mehr hören. Setzt du ein mitleidiges oder boshaftes Gesicht auf, erblinde ich vielleicht. Obwohl, Kritik kann ich vertragen. Ich schaute auf. Dan saß im Sessel am Fenster. Die Wipfel hinter ihm wogten und verloren eine Menge Blätter. Der Wind fegte vom Hudson hinauf durch die Schluchten. Es pfiff. Die Leute krümmten sich und hielten die Kragen vor die Nasen. Ihre Hände färbten sich weiß und rot. Die Augen blinzelten, weil unsichtbare Staubkörner hineinpeitschten. Du hast weniger Angst vor dem, was in dich hineinkommt, als vor dem, was aus dir herauskommt. Er machte sich lustig über mich. Noch bevor ich den Wojciech oder die Else gespielt hatte, die ihrem Vater nichts von dem peinlichen Geschäft mit dem Herrn erzählt. Vielleicht hätte der Vater ihren Tod verhindern können, wenn sie geredet hätte. Ich saß auf dem Teppich und hinterließ einen Abdruck, der größer war als ein Fußballabdruck. Dan hat recht, du musst Schauspielerin werden. Ich schaute auf. Hatte er das gesagt oder ich gedacht? Er schien zu warten, bis ich mit Denken fertig war. Er saß zum Sprint bereit auf der Sesselkante, doch er sprintete nicht los, sondern ließ sich auf die Knie gleiten und robbte auf mich zu. Er schob meine Haare hinters Ohr. Ich hörte seinen Atem im Gehörgang. Die Härchen auf meinem Arm richteten sich auf. Hör mir zu. Du glaubst, du versagst und verlierst meine Achtung, wenn du sprichst. Die Wahrheit ist, ich wende mich von dir ab, falls du schweigst. Dann nehme ich dich nicht wahr. Ich muss annehmen, du bist entweder feige oder willst nichts mit mir zu schaffen haben. Solange du redest, kann ich mich nicht von dir abwenden, da ich sehe, du hast Mut. Der wird jedem fühlenden Menschen das Lachen über dich im Halse stecken lassen. Der eine fühlt, er besitzt nicht deinen Mut, der andere hat nicht vergessen, wie schwierig es war, mutig zu werden. Ich löste meine Hände aus meinem Schoß, schob sie über seine Brust auf seine Schultern und hiefte mich an ihnen hoch. Nie war eine Stütze standhaft gewesen. Meine Träume hatten aus nichts, aus Luft, Elektrizität oder Chemie bestanden. Wenn ich mich aus den Trostbringern hervorgehoben hatte, waren meine Hände ins Leere gegangen. Jetzt blieb ein Mensch übrig und der war wach.
Überdeutlich spürte ich den Boden unter den Sohlen. Die nackten Zehen gruben sich in die Schlaufen des Blaus. Ich stand breitbeinig, um den Mann anzudeuten, um dem Schwindel nicht nachzugeben und nicht vor der Zeit umzufallen. Ich hielt mich etwas verbogen von den zitternden Knien und der Last der Pflicht. Die Hände hatte ich aufgestützt auf der imaginären Bank vor dem Fenster, hinter dem ich den Betrug beobachtete. Marie betrog mich mit einem anderen, weil ich nichts war, nichts hatte, nichts auf die Beine stellte. Der Doktor hatte versprochen, mir zu helfen. Er machte Experimente mit mir, erforschte mich zu seinen Zwecken und wurde groß und erfolgreich. Ich war eine Leiche auf seinem Weg. Er bemerkte nicht, dass ich eine Seele besaß, die zerbrach. Ich war ohnmächtig gegen den Täter und tat nun mir etwas an. Doch meine Nächste nehme ich mit mir in den Tod. Der Doktor und der Major sollten merken, was sie mir angetan hatten. Würden sie begreifen? All das legte ich in die Rolle des Wojceks, ohne es zu sagen. Er war einer wie ich. Er hatte Zeichen gegeben, Symptome nannte es der Arzt, der ihn zum Opfer gewählt hatte. Ich brauchte die nächste Szene, ein neues Leben, um dem Missverstehen und dem Verstehen auf den Grund zu gehen. Diesmal hielten sich meine Hände am Kragen meines imaginären Mantels fest, den ich für den einen inmitten der Gesellschaft zu öffnen hatte. Alle sehen mich nackt. Ich musste es tun, um den Vater zu retten. Zu spät kam ich auf die Idee, ihm von dem Pakt zu erzählen. Er hätte mich nie verkauft. Seine Liebe wäre zum Ausdruck gekommen. Er würde es nicht mehr erfahren und nicht verstehen, warum ich das hier tat. Ich ließ den Mantel fallen, das Letzte, das mich schützte. Jetzt durfte ich zusammenbrechen. Wenn im Roman Theater gespielt wird, hat das ja meistens was zu sagen, also auch ja, für den Gang der Handlung. Und wird ja recht deutlich, dass Elinor sich im Wojcik ja nur deswegen wiederfindet, weil sie den Doktor anführt. Und der Doktor ist ja wirklich ein fiescher Typ im Stück, der den Wojcik richtig ausnutzt. Und die Angst hat sie natürlich hier auch. Ich setze mal für den Doktor den Dan ein. Die Angst spielt immer mit. Sie steht in der Angst, ausgeforscht zu werden. Und der Dan sagt ja auch, also du sollst nicht schweigen. Das wäre das Ende. Aber sie fasst ja genug Vertrauen zu ihm. Andererseits, das ist aber ein langer Weg. Und das zeigt auch das, was zu entdecken ist, dass da was aufzudecken ist, was lange tabu gewesen ist. Und wir können vielleicht dann zur zweiten Passage kommen. Dasselbe Schicksal, nämlich dass Dan also mit seinen Eltern widerfahren ist, hat auch seinen nunmehr besten Freund Simon ereilt. Simon Weizmann oder auch Simon Weizmann. Ich weiß nicht, wie soll ich den aussprechen? Geht beides. Geht beides. Ist Absicht, dass man ihn auf Deutsch genauso gut sprechen kann wie auf Englisch. Ja, ist ja auch deutsch-jüdischer Herkunft. Auch seine Eltern sind in Argentinien umgebracht worden. Und der Roman entwickelt jetzt so in der zweiten Hälfte die Recherche dieser Vergangenheit. Und dazu ist eine Reise nach Argentinien nötig. Ich habe mich mit dem Thema ja beschäftigt, was der Antisemitismus und der Holocaust für die Folgen für die nachfolgenden Generationen, also auch meine, haben. Ist ja ganz einfach. Tun Sie etwas Unmoralisches, Unethisches, egal ob auf familiärer, beruflicher oder gesellschaftlicher Ebene, dann fällt das unweigerlich auf Sie zurück. Oder auf ihre Nachfahren. Das beschreibt übrigens Friedrich Schiller in seiner Passage über die Erziehung zum ästhetischen Menschen sehr schön. Und so ist es ja beim Holocaust und beim Antisemitismus auch. In der Szene, die ich lese, versucht Elinor zu erklären, warum viele in ihrer Generation ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe kriegen und warum sie mit dem amerikanischen Juden deutscher Herkunft zum Grab der Eltern reisen will.
Die Eltern waren, wie Ralf schon sagte, nach Argentinien zwar geflohen, aber da trotzdem noch Opfer der dortigen Diktatur geworden. Denn nach 1945 sind Nazi-Größen nach Argentinien geflohen und haben die Regierung beraten, dafür Exil bekommen. Aber das ist eigentlich nicht so wichtig, sondern dass Eleanor Dan Goodman und seinen Söhnen in New York begegnet, liegt daran, dass sie schon halb bewusst nach jenen sucht, die ja eigentlich ihre deutschen Nachbarn sein müssten. Mit anderen Worten, sie will ihren inneren Konflikt lösen, indem sie eine Lücke füllen will. Und sie will die Lücke füllen, die die deutschen Juden in Deutschland hinterlassen haben. Sie merkt, anders kann sie einfach kein zufriedenes Leben führen. Und jetzt sitzt sie mit Dan zusammen am Tisch und er erzählt ihr endlich etwas über seine Vergangenheit. Major O'Connor ist ein amerikanischer Soldat, der rein zufällig die Jungs befreit hat, Simon und Dan. Major O'Connor nahm uns mit aus einem Gefangenenlager im Norden von Argentinien. Im gleichen Moment, als ich spürte, dass mir jegliche Kontrolle entglitt, griff ich nach ihr und bemühte mich, mich zusammenzureißen. Gefangenenlager? Während des Einmarschs der Alliierten in Deutschland 1945 flohen hochrangige Nazis nach Südamerika. Ich weiß, sagte ich tonlos, unter anderem Mengele und Eichmann. Mengele nach Brasilien, Eichmann nach Argentinien. Manch eine Regierung gewährte Exil und ließ sich sogar von Nazis beraten. Du bist erstaunlich gut unterrichtet. Was sollte ich sagen? Woher weißt du das? Aus der Schule natürlich. Das wird an deutschen Schulen behandelt? Ob auf allen, weiß ich nicht. Auf meiner jedenfalls. Denn macht es dir etwas aus, weiterzureden? Einige Nazis wurden gebeten, sich bei der Militärausbildung nützlich zu machen. Diese Dinge sind noch ziemlich unerforscht. Die Argentinier lassen sich nicht gerne von Ausländern in ihre Geschichte schauen. Einer von ihnen ließ ein KZ errichten, um auszubildende Soldaten abzuhärten. Das war nicht die einzige Legitimation, doch die anderen sind uns unbekannt. Simon und ich waren 7 Jahre alt. Für uns war das, was geschah, unabwendbares Schicksal, für das es keine Erklärung gab. Inhaftiert wurden vorwiegend Guerillakämpfer, Widerstandskämpfer gegen das Regime. Man hatte sie im Dschungelkampf oder in den Städten gefangen genommen. Auf Wunsch des KZ-Leiters und ehemaligen Obersturmführers Hartnagel wurden auch deutsche Juden im Exil, denen zu Beginn des Nazi-Regimes die Flucht aus Deutschland gelungen war, verhaftet. Aber die flohen doch nach England, Amerika, Mexiko, Palästina. Wer ein Visum bekam, ja. Die Kontingente waren begrenzt. Und bei meinen Eltern hing es davon ab, was zufällig für ein Schiff gerade vor Anker lag. Was war mit deinen Eltern? Ich traute mich kaum zu fragen, was meine Stimme stolpern ließ. Mein Vater war Maler. Er stellte zusammen mit Otto Dix in Berlin aus. Als meine Eltern von der Vernissage nach Hause kamen, wartete die SS vor der Tür. Die Goodmans kehrten um, aber die Galerie stand in Flammen. Das war 1938. Sie gingen zu Freunden, die liehen ihnen Geld für die Ausreise mit dem nächsten x-beliebigen Schiff. Sie landeten in Buenos Aires. So, das als Vorgeschichte. Und jetzt kommt Eleanors Erklärung. Sie sitzt jetzt zusammen mit Dan und seinen Söhnen zusammen. Und Dan hat den Söhnen, also nein, er hat ihnen nicht klargemacht, sondern Dan hat den Termin der Reise so gelegt, dass die Söhne nicht mitkommen können. Und irgendwann muss er ihnen schon erklären, dass er sie nicht dabei haben will. Wenn Sie schon mal Holocaust-Opfern begegnet sind, dann kennen Sie das vielleicht. Die haben große Schwierigkeiten, das, was ihnen an Demütigung insbesondere widerfahren ist, ihren eigenen Kindern zu erzählen. Besser geht es noch mit den Enkeln oder Fremden, aber schon gar nicht die eigenen Kinder. Und das hat er auch klargestellt. Eleanor sagt, ich kann zwar deine Söhne nicht ersetzen,
Ich sah, wie unpassend die beiden es fanden, dass ich mich einschaltete. Aber ich kann dafür sorgen, dass du nicht allein bist. Darf ich mit? Nein, erwiderte Dan, das würde Simon nicht erlauben. Ich meine ebenfalls, dass du uns nicht ersetzen kannst, sagte Robert. Richard zog eine Braue hoch. Ehrlich gesagt, finde ich den Gedanken nicht abwegig. Wir alle wandten uns ihm überrascht zu. So verletzt ich bin. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass Dad mit Simon und der Vergangenheit allein dort in der Wildnis ist. Wer oder was zieht sie wieder in die Gegenwart oder stellt die Verbindung zur Gegenwart her? Das braucht ihr nicht zu diskutieren. Ellie, du bist nicht meinethalben bei mir, sondern deinetwegen. Dass du nicht allein sein wirst, ist nur ein willkommener Nebeneffekt. Ich will ja meinetwegen mit. Oh, Neugierde und Sensationslust sind keine guten Motive, Ellie. Darum geht es nicht. Ich war beleidigt. Worum dann? Mann, mach es mir doch nicht so peinlich. Es ist auch meine Vergangenheit. Ich konnte gerade seinen Namen nicht aussprechen. Ich bin Deutsche, schon vergessen. Deswegen musst du dir nicht jedes Schicksal ans Bein binden, das entfernt mit dem Holocaust zu tun hat. Tue ich nicht, keine Sorge. Du hast gesagt, dass das Brechen des Schweigens und das Reden den Kindern und Enkeln helfen, ihre Identität zu definieren und ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Das gilt für die Kinder und Enkel der Opfer ebenso wie für die Täter oder Mitläufer. Und je mehr ich lese und mich selbst auszudrücken lerne, desto mehr sehe ich, dass meine ganze Generation auf der Suche nach Antworten ist. Wenn sie bei ihren Verwandten nichts zu hören bekommen, reisen sie nach Israel oder Polen oder besuchen KZs oder Museen. Ich habe längst entdeckt, dass ich nicht die Einzige bin, die sich orientierungslos auf die Suche nach sich selbst und ihrem Leben macht. Nur weil sich die Orientierungslosigkeit und die Suche bei jedem verschieden äußert, wissen wir nichts voneinander. Unsere Eltern und Großeltern verstehen schon gar nicht, was uns umtreibt, warum wir unzufrieden sind, was uns fehlt, wieso wir unstet sind und unser Leben nicht ordnen, obwohl wir doch alle wohlhabend sind und versorgt sein könnten, wenn wir nur brav unseren Jobs nachgingen und bei den einmal gewählten Partnern blieben. Alle drei schwiegen lange und schauten mich an. Ich hatte sie sichtlich zum Nachdenken gebracht. Du meinst, du bist bei euch in Deutschland kein Einzelfall und ihr habt Probleme mit euch und eurem Leben wegen, nun ja, also wegen der Rolle eurer Eltern und Großeltern während der Nazi-Zeit, fragte Robert. So ist es. Und dafür müssen unsere Verwandten keine Nazis gewesen sein. Es genügt, dass sie in der Zeit erzogen worden waren und uns keine Orientierung, Ideale, Visionen, Ziele geben und keine intime Nähe entgegenbringen konnten. Ihnen ist das nicht bewusst. Sie meinen es nicht böse und sie lieben uns, aber sie können es nicht zeigen, weil ihnen damals die Gefühle verboten worden sind. Mutterliebe galt als Affenliebe. Väter und Lehrer schlugen und demütigten Schüler. Jungen hatten hart zu sein, Mädchen galten weniger. Zu Frauen, Kindern und Untergebenen baute man kein symmetrisches, kein freundschaftliches Verhältnis auf. Empathie mit schwächeren, behinderten, verfolgten Juden, aus der Gemeinschaft ausgeschlossenen Schülern oder Mitbürgern wurde von HJ, BDM, Nachbarn, Gauleitern oder sonst wem bestraft. Ihr seht doch selbst den Unterschied. Diejenigen von euch, die schon Kinder bekommen, bauen ein komplett anderes, symmetrisches, freundschaftliches Verhältnis zu ihnen auf. Sie beschäftigen sich ununterbrochen mit den Kindern, fördern sie, lassen Widerspruch zu, reden respektvoll mit ihnen und nehmen sie zu Rockkonzerten und überall hin. Das gab es früher nicht. Und das wird in dem Roman eben durchgeführt, also dieses Gespräch, dieses Aufspüren von Wahrheit im Gespräch, das wahrscheinlich das Nötigste ist überhaupt in der geschichtlichen Erziehung. Ja, Dan reist nicht nur mit Elinor, sondern auch mit Simon nach Argentinien.
Und Sie treffen dort, also am Tatort, auf einen Menschen namens Adi Partnagel. Partnagel ist gerade schon angesprochen worden. Das war der Aufseher im Konzentrationslager, unter dessen Aufsicht die Eltern zu Tode gefoltert wurden. Und dieser Adi, bei dem Adolf natürlich mitklingt als unseliger Vorname, der tritt nun dort auf als eine merkwürdig gebrochene Figur, die auch ja auf der Suche nach Vergangenheit ist und auch eigentlich Vergangenheit klären will. Und da kommt es natürlich dann in diesem Aufeinandertreffen, wo dann gegenseitig die Vergangenheit enthüllt wird, also die Opfer mit ihren Eltern und der Tätersohn prallen aufeinander. Das sind harte Gespräche, sehr hart zum Teil, aber irgendwann kommt man dazu, dass man sich auch ein Getränk anbietet. Und das ist jetzt die dritte Szene, also ein Gespräch, vielleicht kann man sagen Enthüllungsgespräch. Es geht darum letztlich, also Simon bleibt skeptisch und eigentlich ziemlich feindselig bis zum Schluss, sagt aber dann nichts mehr. Bei Dan Goodman ist es anders. Man trinkt Bier zusammen und man erzählt sich die Geschichte. Das ist auch alles nicht idyllisch zu nehmen, denke ich, aber man wird es ja gleich hören. Ja, das Gespräch dauert ziemlich lange. Ich mache da nur einen kleinen Ausschnitt. Da ist er schon ziemlich am Ende. Ja, im Roman erklärt Dan auch, warum er dem Sohn von dem Lagerkommandanten seine Geschichte erzählen will. Am Anfang will er das eigentlich nicht. Aber insbesondere ab da, wo er befreit ist, da will er sie erzählen, weil er hat ja überlebt und er hat überstanden. Als ihr Vater vom Schreibtisch rutschte und tot liegen blieb, begriff ich das nicht. Ich erwartete, er stehe wieder auf. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er das nicht täte. Heute würde ich sagen, ich hielt ihn für unsterblich. Damals dachte ich darüber nicht nach. Er war wie ein reißender Fluss, der floss eben. Ich sah Blut aus seinem Nacken sickern und wunderte mich. Weiter reichte mein Denken nicht. Mein Blick ging zur Tür. Darin erhob sich eine Uniform, die war mir fremd. Ich kannte erst drei Arten von Menschen. Südamerikanische und SS-Uniformen und zerlumpte Leute. Jetzt kam eine vierte Sorte hinzu, eine Allmächtige gleich ihrem Vater, doch eine gegen ihn. Wie stand sie zu mir? Angst hatte ich ohnehin ununterbrochen, aber auch wieder nicht. Ich war neutral gestimmt, denn da ich mich unausgesetzt fürchtete, fühlte ich die Angst nicht mehr. Furcht war unser Normalzustand und im Normalzustand spüren sie sich nicht, nicht wahr? Die lebende Uniform sagte etwas, ich verstand nichts. Ich sprach Spanisch und Deutsch, kein Englisch. Der Soldat trat auf mich zu, bückte sich, ich wich zurück und fiel gegen die Wand. Er redete und kam näher, zeigte auf meine Hose und wartete, bis ich sie hochgezogen und geschlossen hatte. Daraufhin packte er mich an der Schulter und führte mich hinaus. Draußen lagen ein paar von den Wachen. Die eingesperrten Guerilleros und die Leute aus dem Dorf standen herum, als erwarteten sie, dass man ihnen erklärt, was sie zu tun hätten. Simon war unter ihnen, ich rannte zu ihm. Der Mann, der ihren Vater erschossen hatte, blieb vor den Lagerinsassen stehen. Eine zweite Uniform stellte sich daneben. Der Mann, der ihren Vater erschossen hatte, sagte etwas zu ihm. Der andere sprach zu den Gefangenen, sie sollten in ihre Dörfer zurückgehen. Einer von den Guerilleros wollte mehr wissen. Der Soldat übersetzte, sie seien auf dem Weg nach Paraguay. Argentinien gehe sie nichts an. Die Insassen verließen das Gefangenenlager. Simon und ich schauten zu und standen herum. Von den Juden war keiner mehr übrig. Wir waren drei Familien gewesen, vielleicht noch der eine oder andere Einzelne. Das hatte ich nicht bemerkt oder ich habe es vergessen. Die Uniformierten nahmen uns mit in den Dschungel. In einem Camp aus Zelten ließ uns der Mann, der ihren Vater getötet hatte, Essen und Tee vorsetzen. Er setzte sich zu uns und sagte, er sei Major James O'Connor.
Er sprach gebrochen Deutsch. Das hatte er während der Besatzungszeit in Deutschland gelernt. Er hätte dort ein KZ befreit. Sie hätten die Verantwortlichen erschossen, die versucht hatten zu fliehen und sich gegen die Inhaftierung zu wehren. Ein paar hätten Selbstmord begangen. Der Rest sei vor das Nürnberger Gericht gestellt worden. Und einige seien entkommen. Er fasse es nicht, das noch einmal erlebt zu haben. Er brach die Erklärungen ab, weil er glaubte, wir verstünden ihn nicht. Ich verstand ihn halbwegs, doch war ich ungeübt, ein Gespräch zu führen. Der Major meldete die Entdeckung an die Vorgesetzten in den Staaten. Seine Befehle änderte das nicht. Was sie unseretwegen befahlen, ist mir nicht bekannt. O'Connor nahm uns ein paar Wochen durch den Dschungel nach Paraguay mit. Während der geheimen Mission hatten wir im Soldatenlager zu warten. Kehrte Ruhe ein, redete er mit uns. Es war schwierig. Eines Tages kam ich auf den Gedanken, er hielt uns für beschränkt. In Wahrheit verstand ich alles, was er sagte, wenn er sich Mühe gab, und die gab er sich. Bloß fiel mir nichts ein, was ich sagen sollte. Wir machten uns nützlich. Die Jungs waren begeistert. Wir reinigten Uniformen, putzten Schuhe, brachten Knöpfe zum Glänzen. Sie machten sich über unser Verhalten lustig, da wir freiwillig Latrinen säuberten. Erst viel später begriff ich, unser Handeln erschien ihnen widerlich devot. Zugleich waren sie dankbar. Sie wussten weder, was sie von uns noch was sie von sich selbst zu halten hatten. O'Connor erklärte ihnen, wir wären bisher gezwungen worden. Jetzt arbeiteten wir aus Dankbarkeit, weil wir nicht mehr geprügelt wurden oder weil wir nichts anderes gewohnt waren. Er zuckte die Schultern und drehte sich um. Er wusste es selbst nicht. Wir nahmen das alles wahr, darauf waren wir trainiert. Wir mussten hinter das Geheimnis kommen, wissen, was los war und wie es funktionierte, um uns bestmöglich zu schützen. Darum lernten wir Englisch. O'Connor ließ uns Bücher da, wenn er wegging, redete mit uns halb Englisch, halb Deutsch. Wir überraschten ihn mit unseren Fortschritten und er präsentierte uns vor der Mannschaft, als müsse er uns ein Gesicht geben. Wissen Sie, was uns mit Stolz erfüllte? Mit den Soldaten in der Reihe vor der Essensausgabe zu stehen, wenn wir nicht unsererseits zur Ausgabe eingeteilt waren. Wir fingen an, den Major zu verehren. Er gab uns kein Gesicht, indem er uns vor der Mannschaft präsentierte. Das ließ er bald bleiben. Er gab uns Ansehen, weil er abends mit uns sprach, wie zu seinesgleichen. Wir waren glücklich in dieser Zeit und wir hofften, es ginge so weiter. O'Connor redete davon, uns nach Nordamerika zu bringen, uns dort abzusetzen. Wir hatten Angst davor. Wir besaßen keine Vorstellung von der anderen Hälfte des Kontinents. Das war auch gleichgültig. Wir wollten bei ihm bleiben. Langsam formten sich Wünsche und die Möglichkeit einer Zukunft. Simon und ich arbeiteten eine Rede aus. Wir hielten sie offiziell vor dem Major. Darin baten wir ihn, Abstand zu nehmen von seinen Plänen, uns bei einem Rabbi in New York abzuliefern. Den hatte er angerufen, er möge uns Adoptiveltern suchen. Wir hatten erst Stück für Stück begriffen, was das hieß. Er lieferte uns nicht bei einer zuständigen Organisation ab, hatte sich aus Telefonaten ergeben. Was da gelaufen war, weiß ich nicht. Uns packte die Furcht. Aber wir lernten, Alternativen und Bedürfnisse zu äußern. Uns war klar, damit unser Gegenüber sie erfüllte, mussten wir ihm etwas anbieten. Wir baten ihn, uns zu Soldaten auszubilden. Wir treten in die Army ein. Major Connor fragte, was tut ihr, wenn die Army euch nicht nimmt? Wir werden Guerilleros. Alternativ geht ihr in irgendeinen anderen Krieg. Genau, wir kämpfen für die Demokratie. Ach, wirklich? Yes, Sir. Was ist denn Demokratie? Wir wussten es nicht. Ihr kämpft, um zu kämpfen und zu töten. Was anderes kennt ihr doch gar nicht. Töten oder getötet werden, das ist alles, was ihr wollt. Ihr vergöttert meine Pistole und das Bowie-Messer, das sehe ich. Die und das Halfter waren nie so blank geputzt. Das begehrt ihr.
Ihr schlagt euch auf unsere Seite, weil ich euren Hartnagel erschossen habe. Wir verstanden zwar nicht vollständig, doch er hatte natürlich recht. Ich stehe möglicherweise zufällig auf der guten Seite, erklärte er. Aber ich habe in Deutschland gelernt, damit habe ich bloß Schwein gehabt. Vielleicht stehe ich eines Tages auf der falschen Seite und merke es nicht einmal. Man hätte mich auch anders erziehen können. Ich könnte euch zu allem machen, was ich will. Ich könnte euch zu perfekten Kampfmaschinen ausbilden. Das sehe ich. Ihr würdet hellauf begeistert in jeden idiotischen Kampf gehen und jedes x-beliebige Ziel erreichen oder draufgehen. Das traue ich euch zu, keine Frage. Ihr verlangt Macht, nicht wahr? Sagte er, als wir schwiegen. Ihr strebt nach meiner Macht, die Typen wie Haknadel umbringen kann. Ich habe den aber getötet, weil ich in Deutschland einen ähnlich lautenden Befehl bekam und aus Notwehr präventiver Selbstverteidigung. Lassen wir das beiseite. Ihr wollt nicht zu Verteidigungszwecken töten, sondern aus Rache. Ihr liebt mich, weil ich euch gerecht habe. Eure Rede war gut, wirklich bewegend. Sie macht mich richtig schwach. Ihr habt Anlagen, Männer des Wortes zu werden. Mit ein bisschen Erziehung und ein paar anständigen Menschen, die euch Gut und Böse lehren, könnt ihr so ziemlich alles werden. Ihr ahnt nicht, was es gibt. Sie können uns das beibringen, sagten wir. Nein, ich kann das nicht. Nicht hier und ich habe keine Zeit für anderes. Das ist mein Job. Ich bin kein Mann des Wortes. Darum besitze ich in Wahrheit keine Macht. Ich adoptiere euch nicht, klar? Ja, Männer des Wortes, das werden sie ja dann tatsächlich. Also Simon als Geschichtsprofessor und Dan als Psychotherapeut. Und Major O'Connor bringt die beiden ja nach New York und findet Adoptiveltern. Mhm. Also so geht dann der Rückblick schließlich in die Gegenwart zurück. Wir spoilern nicht das Ende, können aber so viel sagen, dass Elinor ihrem anderen Ich in einem Café begegnet. Und die Sache geht sowohl gut als auch böse aus. So viel kann man vielleicht sagen. Aber irgendwie tut das auch nicht so viel zur Sache, denn das eigentliche Thema ist ja diese ganze Enthüllung von Geschichte und vor allem das gemeinsame Aufrollen von Geschichte mit sehr unterschiedlichen Traditionen, Herkünften, natürlich auch sozusagen verfeindete Herkünfte. Und im ganzen Roman Duktus hat mich das sehr eingesogen, also in diesen Fluss hinein fand ich das sehr überzeugend. Mit ein bisschen Abstand frage ich mich nur, ist das nicht auch sehr ideal konstruiert? Also wir haben einen Psychotherapeuten, der also transgenerationell eigentlich schwer geschädigt ist. Wir haben eine identitätssuchende junge Deutsche, die finden zusammen nicht so ganz einfach. Also das ist überhaupt nicht trivial oder so. Aber geht das nicht am Ende doch zu gut aus? Also eine Begründung ist ja, dass Dan auf eine ganze Kette von guten Umständen trifft und auf Menschen, die das machen, dass er sein Selbst und sein Menschsein entwickeln kann. Nur unter den Voraussetzungen geht es. Und das war eigentlich die Fragestellung, die ich mir schon vor dem Roman gestellt habe. Ich habe mich gefragt, was muss eigentlich geschehen, damit ein Mensch sein Selbst und sein Menschsein entwickeln kann? Und dafür müssen so viele Umstände tatsächlich funktionieren. Dafür muss die Gesellschaft, müssen die Eltern, muss die Schule dem Individuum tatsächlich auch die Möglichkeit dazu geben. Und damit musst du ja von all diesen Menschen ein Goodwill haben. Und diese Menschen müssen auch ein gewisses Bewusstsein haben. Die müssen wissen, reflektieren können, was sie tun, wenn sie mit dir umgehen. Ja, und die Gesellschaft, die Rahmenbedingungen müssen auch noch vorhanden sein, damit man das bekommt. Und das alles ist so schwierig. Ja, das war. Da muss man insgesamt dran arbeiten. Mhm. Für welches Publikum ist das Buch geschrieben dann auch? Es müssen ja schon auch gutwillige
LeserInnen sein, also die die Fiktion auch mitgehen, die dann, wie gesagt, im Lesen sehr, sehr überzeugt und einen mitnimmt. Also für wen ist es besonders geschrieben? Also ich würde sagen, eigentlich für Leute wie mich, für Menschen, die sich mit der Frage beschäftigen, was ist mit meiner Generation los? Warum funktioniert das alles noch nicht so richtig und was war damals geschehen? Ja, also ich kam dahin, weil ich festgestellt hatte, dass meine ganze Generation so orientierungslos ist und kam darauf, dass es ja was natürlich so ist, weil es in den 60er Jahren ja einen Bruch gegeben hatte. Plötzlich waren diese Ideale, die Werte, die vorher galten, nicht mehr für uns, also wir identifizierten uns nicht mehr damit. Aber wir mussten jetzt neue finden. Und wie soll man die finden, wenn man aber gleichzeitig zum Beispiel in einem anonymen Bildungssystem funktionieren muss, wo es nicht darauf ankommt, dass man sein Selbst und sein Menschsein ausbildet. Und auch im Elternhaus kam es nicht gerade da, also Selbstverwirklichung war eher ein Schimpfwort, wenn überhaupt vorhanden. Und es kam eher darauf an, dass man Ansehen erwarb bei den Nachbarn und dass man Geld verdiente und so. Ja, und auf gesellschaftlicher Ebene, in Wirtschaft und sonst wo, saßen ja noch Menschen, die eben in der Generation erzogen worden waren und auch nicht unbedingt mehr Mitsprache und Demokratie zulassen wollten, verständlicherweise, wollten halt ihren eigenen Einfluss, ihre Macht auch beibehalten. Ne? Ja. Ja, und so entstand dann die Frage, aber was muss denn geschehen, damit es doch geht? Ja, also ich hatte es mir sogar eher vorgestellt für heutige Jugendliche, weil das nicht nur, weil die Elinor jetzt gerade Abitur gemacht hat, sondern auch im ganzen Aufbau. Und das ist ja auch ein großes Problem, ja, dass die letzten Opfer, die Zeugen sind, jetzt langsam alle versterben. Und wir hatten noch ja Vorträge, ne, auch in Schulen hier, weiß ich von hier und da aus dem Ruhrgebiet, wo noch Zeitzeugen sprechen konnten. Ja, und irgendwas anderes muss nun bald geschehen, damit die, das Gedächtnis wach bleibt. Ja, so wie an Elinors Schule das so behandelt wurde. Das ist passiert, weil sie 68er-Lehrer hatte. So muss das einfach weitergehen. Du hast recht, also Heide Rieck hat auch gesagt, eigentlich möchte sie das in einer Jugendreihe veröffentlicht sehen. Ich habe mal einen Verlag tatsächlich auch gefragt, aber die haben gesagt, also als Jugendbuch würden sie es nicht machen. Ja, es hängt also auch ein bisschen vom Markt ab. Markt ist auch eine Frage sicherlich, also Verkaufbarkeit und so weiter. Aber ich finde es auch vom Verstehen her, auch von der Plausibilität her, ist ja schon gut als Jugendbuch auch denkbar. Für mich selbst war es eine Bereicherung, weil ich diese Gesprächsprozesse sehr spannend finde. Weil der Therapeut benimmt sich natürlich einerseits wie ein Therapeut, andererseits ist er selbst betroffen und er merkt das auch. Und diese Zwiespälte fand ich sehr, sehr spannend, damit zu verfolgen. Also ich glaube, ein Publikum hat sehr unterschiedliche Interessen an dem Buch. Ich würde es vielleicht mal für ein Jugendpublikum erwägen. Also Geschichte in Geschichten zu erzählen, das könnte ein Erinnerungsmedium werden. Vielleicht noch so die Frage nach der Darstellbarkeit. Man hört ja verschiedentlich so ein Aufstöhnen, auch bei Jüngeren, die das Thema in der Schule oft ja auch in Form von trockenen Zahlen oder Infos mitkriegen. Ja, wie kann das passieren? Welche Mittel kann man ausreizen? Mir kam so zwischendurch der Gedanke an die Holocaust-Fernsehserie von 1979, die ja, glaube ich, hierzulande das erste Mal eine riesige öffentliche, breite Diskussion ausgelöst hat. Und da war auch der Vorwurf, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht kann man mir helfen hier aus dem Publikum, also dass das ja irgendwie auch romantisiert wäre und diese ganze Familienstory und das sei doch nicht das Geeignete, um das so zu machen. Jetzt könnte man hier noch sehen, es gibt da auch eine Liebesgeschichte drin.
könnte man auch wieder einen Vorwurf machen und sagen, so ist das nicht darzustellen. Was würdest du zu dem Ansatz sagen? Ich habe da mit jemandem darüber diskutiert, der sich auf andere Weise dem Thema nähert. Und der ist grundsätzlich auch der Ansicht, dass zum Beispiel die Holocaust-Serie schrecklich wäre, weil da Jud süß zum süßen Juden gemacht wird, was er als Jude völlig ablehnt. Also es sei nicht ambivalent genug. Ich setze aber dagegen, also ich war 11 Jahre alt, als meine Mutter das geguckt hat. Und für sie war das das erste Mal, dass sie, sie hat halt nur Fernsehen geguckt und im öffentlichen Rechtlichen das gesehen hat und sich so mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen konnte. Ich hatte ihr damals vorgeworfen, dass wir was Grausames guckten, das haben wir nämlich noch nie gemacht. Und sie hat zu mir gesagt, das ist kein Film, das war Realität. Ja, wo, sage ich, ja hier, sagt sie. Und dann sagt sie, also wenn du das nicht sehen möchtest, dann kannst du in dein Zimmer gehen, aber ich möchte das gucken. So hatte ich meine Mutter noch nie reden gehört. Und das war aber der Einstieg, dass sie mir ihre Geschichte erzählt hat. Und so konnte ich auch weiterfragen. Und insofern finde ich, es funktioniert nicht immer eine Fiktionalisierung des Stoffs. Ich habe auch schon Geschichten, das ging gar nicht. Aber wenn man das hinkriegt, irgendwie, dann würde ich es doch verfechten, ja, weil das dann, und wenn es nur ein Gesprächsstoff ist, wenn es damit anfängt. Ja, hoffen wir das. Und darf noch sagen, dass ich dem Buch eine weite Verbreitung wünsche. Wie gesagt, Dankeschön. Ich kann mir das gut für ein etwas älteres Schulpublikum vorstellen. Das fände ich toll. Im Abiturzeitraum. Das ist ein ehrlicher Wunsch. Bedanke mich. Ich danke für dir. Für das sein und fürs Weg. Vorlesen. Vielen Dank. Und danke auch ans Publikum, ans Reale und ans Virtuelle. Danke sehr.